Hallo Freunde, willkommen zu State of Decay. Wieder mit dabei der Darkhunter RPGX. Hey Darky! Yay, hi! Du musst dich immer RPGX sagen, da fühle ich mich immer so alt. Warum macht dich das alt? Weiß ich nicht. Ich kann Betten ansehen. Hey, sag bloß, du kannst jetzt schlafen. Ja, ich kann Charakter wechseln. Also auch über dieses Menü. Super. Warte, da bin ich mal gespannt. Ich komme mal nach oben. Es gab übrigens ein Patch nur so nebenbei. Ja, doch, jetzt geht's auch mit dem Lager verwalten. Warum machen die das erst jetzt, ihr unfähigen Microsoft, das ist ja gar nicht. Du kannst dich mal auf Microsoft haten. Das ist ja lol. So. Ich habe ein komisches Symbol bei mir unten links, ich weiß nicht warum. Ist bei meiner Lebens- und Gesundheitsleiste je so ein Männekicken-Symbol. Da steht nicht schlafen. Nee, ich nicht. Wahrscheinlich brauchst du einfach irgendwie soziale Interaktion. Das Schließfach ist leider immer noch getrennt. Zumindest sehe ich deine Notiz nicht. Ja, ich finde das aber nicht gut. Ich meine, dann soll man das wenigstens einstellen können. So, dann konnte ich ja vorher schon interagieren mit dem ganzen Kram hier. Die Frage ist, haben wir irgendwo noch einen Bauplatz vorne, ne? Naja, haben wir. Hast du hier einen Wachturm hingebaut, Alter? Habe ich da einen Wachturm hingebaut? Weiß ich gar nicht mehr. Kann sein, dass ich es noch angeklickt hatte. Ach ja, ich glaube, weil es hieß, wir sollten Dings machen. Ein Außenposten, das ist aber nicht der Außenposten. Ja, aber nun gut. Wir sollten ja auch einen Außenposten draußen machen und das hat er ja auch irgendwie nicht richtig übernommen. Na, der Außenposten draußen ist ja, glaube ich, ein Häuschen und sowas, ne? Also, du siehst ja, unter uns ist so ein altes rosa Haus. Und da steht dann ein Außenposten-Slot. Achso, ein Außenposten-Slot. Naja, wir haben ja. Das Krankenhaus war ja auch. Zählt auch als Außenposten. Stimmt, Außenposten 1. Okay, ja, ich verstehe es nicht. Also, ich habe die Mission sowieso nicht. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal im Singleplayer spielen, durchspielen, wenn wir das durchgespielt haben. In ein paar Jahren oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zählt ja das hier. Ich bin quasi nur ein Hiwi für ihn. Hiwi. Aber jetzt, wo ich nicht mehr mit Drecks OBS aufnehmen muss, bin ich eh wieder ein bisschen happier. Deswegen ist mir das eigentlich völlig schnuppe. Hilfsbedürftigen Überlebenden und Möglichkeiten zur Rüstung nicht weiter. Fließendes Wasser würde unser Zuhause verbessern. Ja, da gibt es so eine Wasseraufbereitungsmods, die man dann in der Küche installieren kann. Wenn ich auf die Karte gucke, sehe ich ein Primärziel befördere ein Gemeinschaftsmitglied zum Anführer. Ich weiß aber nicht, wie das gehen soll. Siehst du auch, wenn du auf die Map drückst, wenn du ein bisschen rauskrutzt, so einen riesigen roten Kreis um uns rum? Wenn ich rausscrolle, einen roten Kreis. Ja. Das ist halt alles rot, außer das, was wir erkundet haben. Na, okay, ich habe noch einen roten Kreis um uns drum. Also ein riesiges Gebiet. Nee, aber gut. Das sehe ich nicht. Dann hast du irgendwas eingestellt? Legende oder so? Nö. Legende an, aus. Nö. Und den Seuchenherz, das Seuchenherz meinst du sicherlich auch nicht. Nee, da drüber ist so ein riesiger Kreis halt um. Ist ja auch völlig egal, okay, wenn du es nicht siehst, ist nicht schlimm. Was ist unsere nächste Mission? Ich hab Bock. Ja, ich würde eigentlich gerne hier gucken, wie ich befördere ein Gemeinschaftsmitglied zum Anführer, aber das geht nicht. Braucht man Ansehen. Tja, muss man Einfluss sammeln. Okay, dann ist das also eine, die erst später geht. Ansonsten habe ich zwei externe Ziele dastehen, die restlichen Soldaten. Burke braucht Verstärkung. Na los, ich folge dir. Geh dort hin. Oder Umgebungsziel Independence Pack, hol dir einen Feuerwerkswerfer. Achso, nee, das ist, glaube ich, ein Dingsziel. Na, du hast jetzt die Mission eh schon angeklickt, dann gehen wir dahin. Ansonsten sehe ich auf der Karte rechts von allem, wo wir bisher waren. Ja, was Gelbes, ne? Haus mit einem netten Hof, ja. Das ist zwar nicht bei den Quests, aber auf der Karte wenigstens verändert. Da können wir dann auch gerne hin, müssen wir mit dem Auto hinfahren, ne? Bei Betten. Ja, wobei ich beim Auto ein bisschen unsicher bin, weil du ja beim Anfang da so einen fetten Bug hattest. Ja, das heißt ja nichts. Das heißt nichts. So, also gehen wir erstmal zur Burke, ja. Ups, falsche Richtung. Ich will nur gerade gucken, wie ich hier meine Beziehung so hält. Fetti. Da ist ein roter Zombie. Na ja, dann. Auf geht's. Ich habe übrigens gelesen über diesen Koop-Modus. Wow! Dass wenn ein Charakter tot ist, der dauerhaft tot ist, ne? Ja. Aber das war vorhersehbar. Fand ich.
So, ich komme. Und aber man du? hat hier, Alter, wie viele sind denn hier? Wie viele Zombies? Und du? Scheiße. Hör auf, immer noch so weit nach vorne zu laufen. Das ist mir voll auf den Sack gegangen, wirklich. Entspann kann ich dich. Ja nicht für, wenn du den Vorderausgang rausgehst, wenn wir hinten lang müssen. Ja, das geht jetzt ums Allgemeine, weißt du? Du rennst auf nämlich jeden Fall immer sind hier 6-7 Zombies. Ja, das ist ja die Mission. Ja, aber wir waren ja schon, haben schon alles ausgeplündert. Ja, das ist doch völlig egal. Aber hier waren keine Leute. Ja, die Mission kommt ja auch, Kollege. Nee, die Mission hatten wir vorher schon, warum geht's ja? Außerdem sind das gar nicht viele gewesen. Ja, die Hälfte war schon tot, als du da ankommst. Ach Quatsch. So, wer ist jetzt der, mit dem wir sprechen müssen? Sie oder was? Sie heißt Borke, was für ein toller Name. Ich würde dir helfen, die Nachbarschaft könnte einen anderen Zombie weniger vertragen. Das ist zu gefährlich, wir bringen dich stattdessen nach Hause. Achso, sie will den Herd zerstören. Sepp hat aufgrund seines niedrigen Morals einen Streit verursacht, steht hier. Aber Sepp steht neben mir. Wie kann der denn in unserer Basis einen Streit provoziert haben? Keine Ahnung. Ich krieg davon nichts mit. Deswegen ist mir das auch längst völlig egal. Ich schnetze hier ein bisschen rum, sammle meine schönen Waffen. Auf geht's, wa? Zum Infektionsherd. Ja, wo? Der ist ewig weit weg. Egal, wir laufen trotzdem hin, oder? Ist das nicht. Ich hab voll Bock drauf, was zu plündern. Tja, und die ganzen Atoms und auch jetzt diesen Patch-Van können wir uns halt über dieses Radio da beordern lassen. Na, über das Funkgerät. Feiertagsinhalte. Aber ich, hier, Fahrzeuglieferung der Ultimate Edition. Aber 400 Punkte, die will ich jetzt nicht ausgeben. So, willst du weiterlaufen oder nicht? Ultimate Edition Nahkampfwaffen, Vorratslieferung. Ja, ich wollte gucken, weil der Wagen, das wäre interessant gewesen, dann hätten wir nicht laufen müssen. Erst sagst du, pff, lauf mal hin, Kinding. Und jetzt sagst du, oh, ein Wagen wäre interessant, ne? Ach nee, brauchen wir nicht. Können wir ruhig probieren. Ich habe mich nur dir angepasst. Ja, das ging uns grundsätzlich erfahren. Da ist nur noch Haut und Knochen. Eine Kuh. Eine Move, eine Man. Es sind grundsätzlich jetzt viel mehr Zombies da. Das ist doch super. Naja, es ist der Infektionsherd einfach nur, deswegen sind da viele. Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch was gelesen mit dreimal so viel Zombies wie normal. Ich weiß aber nicht, ob das nur auf den Jailbreak bezogen war. Oder auch auf den normalen Modus. Voll daneben gelaufen. Hier ist ein Schreier. Das war's schon. Na dann, du magst ja plündern. Verpiss dich, Alter! Ganz ruhig. Ich hasse das, ey. Du hast überhaupt keine Hitbox bei den ganzen Units. Ich bleibe immer dran hängen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Gegenstände, sehr gut. Jetzt haben wir noch einen Zombie. Oh, ein Schrotflinte. Hab mich, glaube ich, angelockt. Weil ich die Kiste schnell aufgemacht habe. Verpiss dich, Junge. Nö. Ja, dass die Hitbox so heftig ist, finde ich nicht so gut. Das ist aber realistisch. Das ist nicht realistisch. Man kann wenigstens mal zur Seite drücken. Das wäre realistisch. Aber nicht, wenn ich dann... Stark. Ich glaube, der Rest gehört dir. Ich konnte zwei Dinge aufmachen. Vorne war auch noch was von dir. Oh, hier ist auch noch was. An der Tür. Siehst du? Immer der erst Tür. Jammern. Natürlich muss ich erst jammern. Glaubst du denn? Siehst du nicht irgendwie oben im Haus immer, wie viel du aufsammeln kannst? Ja, aber es geht für uns beide insgesamt. Nee. Wie viel steht bei dir da? 5. Okay, da steht's wirklich nicht. Dachte. Dingswaffen sind übrigens mega OP, Schusswaffen, ne? Die kleine Handfeuerwaffe, die man am Anfang hatte, wo wir das Tutorial durchgespielt hatten.
Ich habe jedem mal sofort einen Headshot gegeben und der war immer tot, instant. Gut, komm, mega witzig. Headshots. Okay, irgendwo fehlt ja noch einer für mich. Die Karte ist hier rechts. Achso, okay. Ich weiß Hast du diesen Dings an der Ach, Tür? Da. Diesen Dings an der Tür? Ja. Was ist ein Dings? Ein Container. Ich kann ihn nur schließen. Geil, Schrauben. Da unten ist. Nee, doch nicht. Hä? Bin verwirrt. Aber siehst du, genau das ist genau das gleiche, was ich meinte. Hör auf vorzurennen, bitte, ey. Das geht mir super auf die Nerven. Boah, was brauchst du denn so lange? Nee, ich finde das nicht! Du hast ja eben gesagt, ja, hier. Nee. Da bin ich davon ausgegangen, du hattest es. Ja, dann hast du trotzdem zu warten. Außerdem ist es ein Open-World-Exploring-Game. Das heißt nicht, dass man jetzt die ganze Zeit nebeneinander läuft. Okay, dann spiele ich es im Singleplayer weiter. Dann habe ich da keinen Bock auf den Koop-Modus, ganz ehrlich, ey. Ja, aber das macht es auch super langweilig, wenn du die ganze Zeit neben mir herläufst und ich die ganze Zeit neben dir. Und immer warte auf den anderen Spieler. Dann ist man doch super restricted. Also bin ich keine 10 Meter von dir entfernt. Hast du es jetzt immer noch nicht gefunden? Nö. Draußen auf der Veranda. Toll. Aber schön, dass du mir geholfen hast. Na, ja, nächstes Haus geplündert. Wie, du weißt nicht, wo das ist. Ja, deswegen kannst du ja mitsuchen. Na? Du siehst ja, ob irgendwas blau ist oder nicht. Riech mit Borke. Ich will ja nicht prallen, aber du hast heute ein paar gute Freunde gemacht. Wir waren alle beim Militär. Vergiftung? Ach. Ich glaube, die Tante, die ich davor hatte, die war vergiftet. Das war vielleicht diese Mole. Jetzt sei doch nicht so aggro. Bin ich aber. Ich meine, ich kann in dem Spiel schon überhaupt nichts machen. Ja, eben, und dann kannst du ja noch weniger machen, wenn du alles nur neben mir machst. Nee, dann können wir übrigens irgendwas zusammen machen. Du läufst ja ständig mit irgendwelchen Missionen und so weiter rum. So, was als nächstes? Du. Ist mit deren Lebensmittel aus dem Kühlschrank kam. Oh, ich komme in die Tür nicht rein, weil dein komischer Begleiter mich blockiert. Auch selbst die, das ist ja dumm. Ja, bei dir blockieren sie das nicht. Das ist mir aufgefallen in meinem Singleplayer-Game. Hä, mich haben sie aber auch blockiert. Die Begleiter nicht, also die NPCs vielleicht, die anderen, aber die Gemeinschaftsmitglieder blockieren dich nicht. That's pretty heavy. Oh, ich bin überlastet. Ich frage mich, was passiert, wenn man so einen Außenposten einnimmt, wo aber die Enklave ihre Zuflucht hat. Na, muss man die kämpfen müssen. Darum. Wir sind eindeutig zu viele Leute im Haus. Ach, das ist eine Enklave, ja. Also hier sehe ich auch gar nicht, wie viele Container noch frei sind. Die ich noch sammeln könnte. Kann es keine weiteren Begleiter anwerben. Aber ich vermute, wenn wir mehr Häuser haben mit mehr Schlafplätzen, dann geht das bestimmt wieder. Bestimmt. Sich von der Ermüdung erholt. Okay. Da sind drei mit leuchtenden Augen. Direkt hier am Vordereingang. Oder Hintereingang ist es, glaube ich. Oh, ich sehe es ja. Geronimo. Oh, meine Axt geht langsam. Oh nein, ich bin vergiftet.
Also verinfiziert. Verinfiziert? Das muss ich schnell heilen. Also ich würde Richtung Haus zurück wollen. Hier sind so viele Gebiete bei uns, aber keine, die wirklich als erkundet zählen. Tja, da müssten wir auch mal was erkunden, ne? Doch, ich glaube, die zählen als erkundet, wenn man sie gesichert hat und alle Container genommen hat, kann das sein. Genau, deswegen will ich das ja machen. Nee, ich dachte vorher, man braucht hier diese Aussichtspunkte. Nee. Damit sieht man sie, glaube ich, nur auf der Karte. Dann hast du quasi ein sicheres Zuhause oder so, wenn du so einen Aussichtspunkt hast. Wie beim Krankenhaus die permanente Schutzzone. So, na dann lass uns mal das Zeug zurückbringen. Hier ist noch was. Wenn nicht der Typ nervt, der mitläuft, können wir den auch wegpacken, ja. Der nervt von der Hitbox genauso wie du. Da kann man leider nichts ändern. Ich hab nur einen gehabt. Das ist halt einer weniger, der nervt. Ist noch damals schon erkundet, den Choppen. Puh. Oh, ob man schwimmen kann? Hier haben wir angefangen übrigens, ne, mit dem Auto. Ich glaube, so tief ist das Wasser nicht, dass man hier schwimmt. Wie bei Minecraft, plötzlich ist er im Schwimmmodus. Ja, ich aber hier in dem Haus waren wir schon mindestens dreimal. Das ist immer noch nicht als erkundet. Ja, aber vielleicht noch, wahrscheinlich, weil ich das noch nicht erkundet hatte, weil ich dachte, die Container zählen nicht für uns alle. Ach, in dem Haus? Ja. Ah, jetzt ist es erkundet für mich. Vielleicht auch wegen dem Add-on. Add-on? Patch. Dass wir wieder ein paar Sachen resettet haben. Weiß ich nicht. Was? Gebiete erkunden. Von draußen wahrscheinlich. Ja. Ich muss mir meine Waffe wechseln. Oh, meine Waffe ist kaputt. Scheiße. Doch, ich hab noch mein Messer. Vor allem, der war gut gepanzert, der eine hier. No. Dann durchsuchen wir das Ding mal. Irgendwas ist ja noch. Na, Gebiete erkunden müssen wir hier. Die Zimmer wieder. Ja, nee, ich meine irgendein. Ja. Looks like we're in the clear. Tidim. Jetzt ist erkundet, ja. 400 bräuchte man. Na, vielleicht werden die immer wieder eingenommen, bis wir das mal als Außenposten versehen. Das kann sein, ja. Aber ich habe hier nichts mehr zum. Hast du ja noch was zum Suchen gehabt? Nee, zum Suchen nicht, aber im Kühlschrank lag noch Pizza. Kalte Pizza. Ah, ja. Ich habe keine Waffe mehr und ich bin voll. Na, ich auch. Oh, krass. Aber mit dem Messer macht er scheinbar auch gut Schaden. Mein Charakter muss mal schlafen gehen. Lol, der schießt vom Wachtraum, ist ja cool. Und dann ist Tor war da schon offen. Es ist übel da drin. So, ich gehe erstmal meine Infektion heilen. Ich hoffe, es reicht mit dem, was ich habe. Blutseuchenpatient behandeln. 6 Munition, ein Schoninja gespendet, als ob ich da eine Wahl habe, Alter. Wie, kannst du jetzt das Lager benutzen? Das habe ich da vorhin schon gesagt. Hörst mir nie zu. Ich dachte, du meintest damit was anderes. Nee. Nicht denken, ne? Behandelt Verletzung und Infektion. Sofort Verletzung und Traumata. So, dann legen wir mal alles ab. Das geht gar nicht. Doch. Keine Behandlung nötig. Hä, aber ich habe doch noch Blutseuche. Warum klappt das nicht? Dann gehen wir mal schlafen. Oh, ich kann sogar in der Küche was machen. Was kann ich denn hier machen? Küche benutzen. Ich kann ja was futtern. Ja, kannst du ja doch was machen. Samen sammeln. Kosten deine Nahrung. Guck, ja, okay. Ja, aber das kann ich aber gut, eh nicht Nahrung machen. Haben wir, was kannst du ja machen. Ja, Nahrung hast du! Ich hab das nicht. Nimmt das dann deine Rohstoffe weg? Ja, aus meiner Basis nimmt das weg. Bin ich mir fast nicht sicher, ob das wirklich ist.
Immer mal Plank. Warum kann ich meine Blutzeichen nicht heilen? Ich verstehe es nicht. Ach so, weil man drei Seuchenproben braucht und ich habe nur eine. Was hat er denn? Ich finde es schon mal sehr gut, dass man gleichzeitig die Kiste benutzen kann. Das stört mich immer in Minecraft und anderen Spielen, wo das nicht geht. Hä? Kann man doch auch benutzen gleichzeitig in Minecraft. Ging's bei Minecraft? Natürlich. So, Zartstücke niederschlagen. Ich will irgendwie also nicht. Meine Lieblingssache ist eine Axt. Ich bräuchte eine Handfeuerwaffe. Eine leichte und die ganzen anderen sind so schwer. Mach mir was als Reserve immer, falls irgendwas sein sollte. Signalantennen. What's going on? Nun gut. Fünf Materialien eingesammelt. So, dann ja, lass mal kurz eine Pause machen, ne? Achso, ja, stimmt. Dann ja, bis Leute. Später. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.